Für uns im Deutschen Roten Kreuz und in der gesamten Gesellschaft ist die ehrenamtliche Tätigkeit unverzichtbar. Sie ist weit mehr als reine Freizeitbeschäftigung, sondern sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Daseinsvorsorge. Und deshalb bemühen wir uns auch im Deutschen Roten Kreuz, uns um die Ehrenamtlichen ganz besonders zu kümmern. Sie erfahren bei uns dieselbe Anerkennung wie die Hauptamtlichen. Wir brauchen ein Miteinander von Hauptamt und Ehrenamt und wir brauchen die Unterstützung Hauptamtlicher für die ehrenamtliche Tätigkeit. Denn das, was an Bürokratie, an zusätzlichen Vorschriften bewältigt werden muss, ist alleine mit ehrenamtlicher Tätigkeit nicht zu bewältigen. Außerdem wollen wir, dass Ausbildungsmaßnahmen, Fortbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche auch als Bildungsurlaub von den Bundesländern anerkannt werden. Denn diese Ausbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen bringen ja auch einen Kompetenzgewinn für die Gesellschaft und letztlich ja auch für die Unternehmen, in denen die Leute beschäftigt sind. Ein wichtiges Anliegen ist uns außerdem die Helfergleichstellung, das heißt, dass die ehrenamtlichen Helfer, die beispielsweise bei Unfällen, bei Großschadensvorfällen vom Roten Kreuz, vom Malteser Hilfsdienst und anderen Hilfsorganisationen genauso behandelt werden wie die Helfer aus dem THW oder der Feuerwehren. Hier haben wir unterschiedliche Behandlungen in Bezug auf die Lohnfortzahlung beispielsweise. Das ist ein wichtiges Anliegen der sozialen Verbände. Nicht zu vergessen ist aber auch der Beitrag des Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen Jahres für ehrenamtliches Engagement. Es gibt zurzeit eine Diskussion wieder über das Pflichtjahr, insbesondere aus dem sozialen Bereich, aber nicht nur. Ich finde diese Diskussion grundsätzlich in Ordnung. Sie macht deutlich, wir brauchen gesellschaftliches Engagement, wir brauchen ehrenamtliches Engagement. Mir persönlich wäre es allerdings lieber, wir würden zunächst einmal allen Jugendlichen, die ein freiwilliges soziales Jahr oder den Bundesfreiwilligendienst machen wollen, auch die Möglichkeit dazu geben, das heißt einen Rechtsanspruch darauf. Außerdem geht es darum, diese Tätigkeiten auch ein Stück weit attraktiver zu machen, zum Beispiel auch durch ein kostenloses Nutzen von ÖPNV und Bahn. Wir wollen aber auch unseren eigenen Beitrag zu der Problematik leisten, und zwar dahingehend, dass wir unseren Einrichtungen und Verbänden vorschlagen, die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ehrenamtliche Tätigkeit freizustellen, und zwar bis zu 16 Stunden im Jahr, natürlich flexibel handhabbar. Das müssen nicht alle tun, es ist keine Vorgabe, aber es ist eine Empfehlung. Ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Einrichtungen und Verbände des Deutschen Roten Kreuzes davon Gebrauch machen würden.